Eine weitere Carsharing-Station wurde jetzt in Dülmen an der Bischof-Kaiser-Straße eröffnet. Zwei Mitarbeitende von der Firma Stadtteil Auto aus Münster präsentierten das neue Fahrzeug und den dazu angemieteten Stellplatz. Wir eröffnen heute die Station hier in Dülmen. Man muss sagen, wir sind hier schon lange in der Planung gewesen. Und jetzt final, nach relativ langer Zeit, sind wir jetzt endlich dazu gekommen, hier unser Fahrzeug aufzustellen. Genau, das ist hier in der Verbindung mit dem Bauträger hier direkt vor Ort, wurde das alles ausgehandelt. Wir haben ja zwei Fahrzeuge bereits in Dülmen stehen und die werden tatsächlich sehr gut genutzt. Ein Fahrzeug steht hier erstmal. Perspektive ist natürlich immer, dass man ausbaut auf zwei Fahrzeuge, gerne dann auch elektrisch, aber das wird man dann sehen. Kurzentschlossene können bis zu 15 Minuten vorher ein Fahrzeug reservieren, so Lennart Topp. Allerdings muss die Fahrgenehmigung der Fahrerin oder des Fahrers bei der Firma Stadtteil Auto vorliegen. Da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Also die Anmeldung erfolgt in den meisten Fällen online. Die Verifizierung des Führerscheins geschieht entweder bei uns in Münster in einem Stadtbüro. Da ist tatsächlich jemand auch persönlich bei allen möglichen Fragen erreichbar. Und dann ist es relativ simpel. Also Sie reservieren. Sie können bis zu einer Viertelstunde vorher reservieren. Das System zeigt dann auch an, ob das Fahrzeug überhaupt frei ist, wie lange es frei ist. Wir halten einfach die Karte vor das Lesefeld. Und dort hat man schon geöffnet. Genau, wir hören, es öffnet, das grüne Lämpchen leuchtet. Und hier drin befindet sich dieses kleine Gerät mit angehängten Schlüssel. Wir müssen jetzt hier die Geheimzahl eingeben. Das heißt, wir würden den Schlüssel natürlich auch theoretisch abknibbeln können, ohne eine Geheimzahl eingeben, aber das Fahrzeug wird nicht starten. Ich gebe jetzt mal eben meine Geheimzahl ein. Und dann sagt das Gerät schon, wir können den Schlüssel entnehmen. Und können unsere Fahrt somit auch direkt starten. Die Mietkosten sind nach Fahrzeugtyp und Fahrzeit gestaffelt. So betragen die Kosten für einen Opel Astra und eine Nutzung von 8 Stunden zum Beispiel 36 Euro. Die Spritkosten sind im Mietpreis enthalten. Und dann hat man einmal den Zeittarif, das heißt, wie lange wollen Sie das Fahrzeug nutzen, und einen Kilometertarif. Versicherung ist alles mit drin? Ja, genau, alles mit drin. Versicherung ist mit drin, Kfz-Steuer natürlich auch, genauso wie die Betankungskosten, die sind auch mit drin. Das heißt, in jedem Fahrzeug befindet sich eine Tankkarte, die genutzt werden kann, sollte das Fahrzeug mal leer sein. Und dann kann auf unsere Kosten sozusagen getankt werden. Die Firma Stadtteil Auto will einen zweiten Stellplatz für ein Elektrofahrzeug vorbereiten. Die Verantwortlichen hoffen, dass diese neue Carsharing-Station genauso viel genutzt wird wie die anderen in der Stadt Dülmen.